Hallo Leute, willkommen beim Sims 4 Rags to Riches Landleben. Dies ist Teil 20. Mika ist gerade aufgewacht und geht jetzt durch ihr schick renoviertes Haus. Es ist Winter geworden, mit Schnee, jede Menge Schnee. Vielleicht sollte ich ihr so einen Durchgang zu ihrem Swimmingpool bauen. Ich meine, das ist aktuell nicht besonders eilig, aber... Ah ja, jetzt dauert das Traurigsein nur noch 20 Stunden. Gut. Hast du denn was Warmes an, meine Liebe? Das sieht nicht so arg warm aus. Ich meine, gut, drinnen ist es natürlich... Zieh mal das da an. Obwohl, das ist jetzt nicht gerade die Gärtnerklamotte, aber... Das geht schon. Hm. Ist die nicht auch im Winter? Doch, die ist auch im Winter. Da gibt es hier aber nicht viel zu ernten heute. Trotzdem sollte sie mal alles ernten. Und dann gibt es hier wieder viel zu tun. Nämlich jeden... So. Na, jetzt hat sie schon Level 8. Und sie muss jetzt veredeln. Oder sie darf jetzt veredeln. Ja, und hier die Sachen, die wachsen offenbar auch irgendwie im Winter. Diese großen Früchte. So. Und hast du schon alles geerntet? Stopp, stopp, stopp. Wir probieren das jetzt mal mit dem Veredeln. So. Löwenmäulchen. Tulpe. Gänseblümchen. Wir brauchen Erdbeere und ein Löwenmäulchen. Schokobeere. Ah, ich glaube, die Erdbeere war hier. So, also traditionell wachsen die schneller, wobei die haben auch jeden Tag Ernte. Ach, ich glaube, es ist relativ egal, was wir wo drauf veredeln. Dann sage ich mal hier, nimm mal einen Ableger. Ob da dann auch wirklich mal eine Drachenfrucht bei entsteht, das müssen wir erst noch abwarten. Aha. So. Und jetzt kannst du das hier drauf veredeln. Veredeln. Gespleister Gartensprössling. So, und während sie das jetzt macht, jawohl, jawohl, machen wir ein Erinnerungsbild. Denn das ist ja ein denkwürdiger Moment. Erstens mal für ihr Gartenbestreben. Na, eigentlich sollten wir sie da von vorne erwischen, möglichst. Fahren wir mal um sie rum. Also, erstens für das Gartenbestreben. Da musst du das aber, glaube ich, dreimal machen oder so. Und auch für ihren potenziellen Reichtum. Denn wenn wir da tatsächlich Drachenfrüchte kriegen... So, jetzt darfst du weitermachen. Jawohl, wunderbar. Sehr schön. Dann kann sie sehr viel mehr Geld verdienen. Okay, jetzt schauen wir mal. Kurz überlegen. Drei Pflanzen veredeln, ja. Haben wir nicht noch ein Löwenmäulchen? Na, das nützt nichts. Wir haben nur eine Erdbeerpflanze. Wir könnten jetzt einfach noch so ein bisschen Kräuter rumveredeln. Ich glaube, das mache ich. Salbei auf Basilikum und sowas. Das macht irgendwie keinen interessanten Unterschied. Außer, dass dann vielleicht Salbei auf der Basilikumpflanze wächst.
Und jetzt machen wir hier, aber jetzt nehmen wir den Ableger von der Lilie und veredeln das auf die Petersilienpflanze. Dann wachsen auch Lilien auf der Petersilie. So, aber wahrscheinlich nur selten. So, jetzt haben wir das immerhin geschafft. Und jetzt müssen wir düngen, wo wir doch gerade kürzlich erst gedüngt haben. Mal gucken. Jetzt, sie kann hier düngen. Wir düngen einfach mal mit einfachen Sachen. Da können wir nicht düngen. Aber hier. So. Da auch nicht. Na, ups, ups. Hier auch nicht. Aber wir werden schon welche finden. 5 Stück, wo wir düngen können. Und dann hätten wir nämlich diese Stufe auch erreicht. Beziehungsweise erledigt. So. So. Ich denke mal, das müsste schon reichen. Einen machen wir noch. Jawohl, Meilenstein erreicht. Super gut. Jetzt muss sie als nächstes Level 10 der Gartenfähigkeit erreichen. Eine Kuhpflanze züchten. Okay, dann müssen wir eine Kuhpflanzenbeere kaufen im Dorf und 10 ausgezeichnete Pflanzen entwickeln. 6 haben wir schon, das ist gut. Nee, Jenny, wir haben jetzt eigentlich gar keine Zeit. Sie muss sich hier auch noch um die Hühner kümmern. So, machen wir mal den Stall sauber. Wo steht denn das jetzt? Stall säubern und Eier einsammeln und Futter verstreuen. Da liegt jetzt kein Brutei mehr, ob das Küken das Ausgebrütete ist. Ich guck mal, ob hier was steht. Ah, das Küken von Mika ist von alleine geschlüpft. Sieh im Hühnerstall nach, ob du es findest. Ja, super. Sehr gut. So, wie viel Hühner haben wir denn jetzt? 6 von 8. Oh, sie muss auch mal duschen. Und haben wir ein neues Brutei? Nee. Aha. Oh. Wollen wir die Eier einfach verkaufen? Ja, Bimmel! Snack! Susu! Und ich züchte mal einen Frosch für sie. So. Gut. Und irgendwie war die Ernte ja heute sehr bescheiden. Ah, hier müsste noch was an den Bäumen hängen. Wenigstens die können wir noch ernten. So, alles ernten. Und möglicherweise ist die Ernte wieder im Haushaltsinventar verschwunden. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ach, das freut mich, dass sie jetzt hier so ein relativ großes Haus hat. Ich lasse sie dann gleich mal duschen, obwohl sie könnte dann auch eine Runde hier schwimmen. Runden schwimmen. Und dann gucke ich mal im Haushaltsinventar nach. So. Da ist auf jeden Fall was. Das sind auch neue, glaube ich, ja. Weil die habe ich beim letzten Mal, glaube ich, verkauft. So. Gut, noch was Wertvolles. Die Löwenmäulchen sind ganz schön wertvoll geworden. Früher waren die Löwenmäulchen nicht so wertvoll. Wie viel haben wir davon? 4. Dafür sind die Brombeeren jetzt nichts mehr wert. Ah, das sind Blaubeeren. Für 11. Okay. Oh,
Die kosten 16. Oh, gut, gut. Die werden jetzt also doch, wie viel? 12, ja. Werden offenbar wertvoller, wenn die eine höhere Qualität haben. Das ist gut. Ich meine, das war schon immer so. Aber anscheinend ist der Unterschied jetzt größer. Oi, oi, oi. So. Das ist gut. Den Rest lasse ich mal. So. Jetzt kannst du erstmal schwimmen, bis du glücklich bist. Und dann brauchst du auch was zu essen. Da gucken wir mal, ob da noch was Interessantes drin rumliegt. Ja, sie könnte dieses Choripan mal aufessen. Ja. Das lasse ich sie mal. Ah, gut, sie kann nicht essen, während sie schwimmt. Ja, das ist klar. Das hatte ich ja auch für später angedacht. So, ich lasse sie mal ein bisschen schneller schwimmen. Ah, schon wieder Nachmittag. Eieiei, wie schnell so ein Tag vergeht. Ihr habt mir auch noch Tipps gegeben, wo man Würzpilze kriegen könnte. So, nee, meine Liebe, ich... Oh, gebackene Schokomousse. Das machen wir bestimmt mal, weil das klingt ja sehr gut. Aber ich würde sagen, du isst jetzt einfach erstmal ein Choripan. Ja, immerhin ist sie jetzt voll gespaßt, voll hydriert. Danach lassen wir sie dann nochmal ins Bad gehen. Und dann lassen wir sie sich umziehen und dann fahren wir nach Dingenskirchen. Und ich guck mal, was sie in ihrem anderen Bestreben noch braucht. Als nächstes. Ah, Geschenke an Füchse, Hasen oder Vögel geben. 5-mal Tierleckerchen zubereiten. Eine Riesenfeldfrucht perfekter Qualität ernten und 5 Objekte in Bramblewood sammeln. Okay. Ja. Ja, ich mache das trotzdem mal an, weil das hier sind jetzt Sachen, da sind wir ein bisschen weit weg von. Kuhflirn zu züchten dauert. Da müssen wir erstmal eine Kuhbeere haben und die ausgezeichneten Pflanzen entwickeln. Offenbar zählt das, auch wenn das Bestreben gerade nicht aktiv ist. So. Und dann können wir mal Tierleckerchen machen und sowas. Wenn wir wieder zu Hause sind. So. Ja, geh mal verschwinden. Ich spüle derweil ab. Ja, und dann ziehen wir dir wieder was Warmes an. Und machen eine kleine Reise. Oh, Jenny ist schon wieder da. Die ist aber richtig anhänglich geworden. Vielleicht können wir mit ihr zusammen in die Stadt fahren. Aber jetzt erstmal umziehen. So. Ja, sorry. Oh, ihr ist rutschig. Sie haut schon wieder ab, die Jenny. Wir nehmen sie einfach mal mit. Wir müssen ja nicht groß was mit ihr veranstalten. So. Aber wir können während der Fahrt ein kleines Schwätzchen mit ihr halten. Das verbindet. Jo. So. Ja, sag mal hier irgendwas Nettes. Mach mal eine tiefgründige Unterhaltung. Getränke zum halben Preis. Ja, mir geht's jetzt aber immer noch um Würzpilze. Also, der erste Tipp war, einer von euch hat Würzpilze in der rätselhaften Kiste gefunden. Wadida Afrosh! Yeah, Bosa Wadida! Oh,
bless. Und hier beim Splorab. Normalen Stand hattet ihr mir auch einen Tipp gegeben. Wie laut die da rumruft. Den ich nicht so ganz verstanden habe, aber mal gucken will. So, kauf jetzt erstmal die Kiste. Jawohl. Irgendwas. Ich sollte einen Knopf drücken. Gemüse. Ah, damit ich sie leichter finde. Ich verstehe. Ja. Gut, weil hier alles, das ist immer so viel. Dann sind auch Bücher dabei und so. Und wenn ich hier nur Gemüse habe, dann ist es viel schneller zu finden. Ja, prima. Danke für den Tipp. Auch für die anderen Tipps vielen Dank. Freut mich immer sehr, wenn ich Tipps von euch kriege. Wow, teure Morchel. Naja, die brauchen wir aber nicht. Gut, dann ist das hier geklärt. Ich könnte mal nach einer Kuhpflanzenbeere gucken, ob ich mir die leisten kann. Gibt's ja hier manchmal auch. Ah, Pilze sind auch beim Gemüse. Interessant. Beim Obst. Muss ich also bei beiden gucken. Gut. Ja, hier sind auch Kräuter. Was ist das? Zutaten. Ah, das zählt als Zutaten. Und bei Obst ist Obst tatsächlich. Gut. Jetzt gucken wir noch in die rätselhafte Kiste rein. Mach die mal auf. Oh, sie hat Informationen zum Thema Schokomilch gefunden. Und sie hat Schokomilch bekommen. Okay. Gut, kann man das verkaufen? Ja, für 80. Das ist gut, dann haben wir einen Großteil der Kosten ja wieder draußen. Jetzt kaufen wir noch eine rätselhafte Kiste. Und dann schauen wir hier. Bimba. Und während sie unterwegs ist, züchte ich noch mal einen Frosch. So. Ja, Basani. Jibs, ihr Boy. Jibs, sagt sie. Und dann gucken wir. Samen. Ah, hier hat es andere Sachen. Verschiedenes. Gucken wir mal hier. Ich meine, gut, Samen sind Samen. Die Kuhpflanzenbeere könnte aber als Samen zählen. Dünger. Hier könnten eventuell Pilze dabei sein. Ja, hier sind Pilze. Gut. Und Blumen. Blumen dürften Blumen sein. Also weder Kuhpflanzen noch. Gut. Und jetzt machen wir hier diese Kiste auf und haben Schokoleckerchen. Das ist gut. Dann können wir die Hühner damit füttern und können danach dann selber Schokoleckerchen machen. Ah, und bei dem Veggie-Leckerchen. Zocken ist magisch. Sie mag Videospiele. Nee, so arg magst du nicht. Du bist mehr so der Naturmensch. Ist hier das Rezept für die. Nee, da ist das Notizbuch. Für die Leckerchen, Milch, Tierleckerchen. Ja, da haben wir. Also, kokettes Leckerchen braucht, oh, steht hier nicht dabei. Mal gucken, ob es so dabei steht. Ah, Erdbeermarmelade und Zucker. Okay, dann müssten wir vielleicht Erdbeermarmelade kochen. Und englische Creme für das Schokodings. Okay. Haben wir Erdbeeren?
Die habe ich wahrscheinlich alle verkauft. Ja, wir werden demnächst wieder Erdbeeren haben. Okay, dann fahre ich jetzt mal wieder nach Hause. Und gucke ich mal, ob ich vielleicht zu Hause Erdbeeren finde. So, und lassen wir die Jenny in der Stadt. So, wir können jetzt mal die Schokoleckerchen verteilen, Leckerchen geben. Ich habe doch ein Schokoleckerchen. Ja, warum kann ich das nicht geben? Ah, weil hier mehr Auswahl steht. Jawohl. Gut, und das neugeborene Küken, das verwöhne ich mit einem Veggie-Leckerchen. Wo bleibt's? Leckerchen. Ah, das wollte in den Stall gehen, darum. So, und du? Die gehen jetzt hier alle in den Stall rein. Und dann kriegt das die braune Henne eben auch noch das Veggie-Leckerchen. Tja, wer nicht will, der hat schon. Vielleicht kriegen wir dann auch Schokoeier. Ah, sie hat das Rezept für Veggie-Leckerchen freigeschaltet. Sehr gut. Sie ist immer noch sehr traurig, aber nur noch 12 Stunden. Ich denke mal, das ist überschaubar. Jetzt gucke ich mal, ob wir Erdbeeren schon im Kühlschrank haben. Das sind die Himbeeren. Und hier haben wir auch keine. Also gucke ich mal im Haushaltsinventar. Da sind ja welche. Super gut. Die legen wir jetzt hier hin. So. Nicht essen. Stecken wir sie ein. Und dann gucken wir mal, ob wir Erdbeermarmelade kochen können. Einmachen. Erdbeermarmelade. Ja. Dann bist du auch ein bisschen abgelenkt. Wie viel Zucker haben wir denn? Oder habe ich das im Kühlschrank, den Zucker? Ich glaube ja. Wahrscheinlich muss ich da demnächst auch neuen kaufen. Ah, gut. 2 Zucker haben wir, aber sehr weit kommen wir damit dann nicht. So, zack, das magische Glas ist erschienen. Ja, jetzt wird es erstmal eingekocht. Sehr gut, sehr gut. Obwohl das bei Marmelade ja eigentlich gar nicht nötig ist. Aber wenn man es unbedingt ultra haltbar machen will. So. Gut. Stopp, meine Liebe. Wir probieren uns jetzt an einem koketten Leckerchen. So. Wo sind die Leckerchen? Ah, vielleicht muss man das beim Kühlschrank machen. Tierleckerchen zubereiten. Ein kokettes Leckerchen können wir machen. Ja. Ja, hier. Und?
Und wir können auch noch mal gucken. Die Leckerchen sind da. Veggie-Leckerchen. Braucht man einen Kopfsalat und eine Aubergine für. Die müssen wir natürlich anbauen. Gut. Freundschaftsleckerchen hatten wir ja schon. Das ist einfach. Und das Schokoleckerchen, da müssen wir diese englische Creme machen. Na, kommst du? Ach, ich hab sie gestoppt. Ja, stell deine Erdbeermarmelade mal stolz auf den Wohnzimmertisch. Du hast ja noch welche im Inventar. Ich guck jetzt noch mal, was es mit dieser englischen Creme auf sich hat. Die vielleicht auch beim Einmachen ist. Ja, ein Ei und eine beliebige Milch. Okay. Tja, Milch habe ich gerade verkauft. Ich glaube, wir brauchen bald eine Kuh. Aber vielleicht besser im Frühling. So, gut. Mal gucken. Einmal Tierleckerchen. Ja. Tja, vielleicht kriegt sie demnächst mal wieder eine Milch geschenkt. Und ich glaube, sie will schon Schluss machen mit dieser Folge. Ist ja auch schon Nacht. Okay, dann war's das mit dieser Folge. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.